Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Partie mit Jupp Zupp auf Fox. Da spiele ich in letzter Zeit ja doch wieder häufiger. Ja, und mal schauen, wie es läuft, ne? Er greift da sofort an. Dann gehen wir hier mal auf den nächsten 3-4. Und dann nehmen wir hier die Punkte, ne? Nehmen wir die auch mit Springen oder also mit dem Einpunktsprung oder hier mit dem noch flacheren Zug? Ich glaube, wir nehmen hier mal den Einpunktsprung einfach. Jetzt ist es ja für ihn da zu spielen nicht uninteressant. Gleichzeitig aber will er eigentlich doch auch hier fortsetzen, dachte ich. Interessiert ihn aber erstmal gar nicht. Okay, dann spielen wir hier. Der Gegner steht 8 zu 12, ich stehe 9 zu 11. Müsste also eigentlich eine faire, ausgeglichene Partie sein. Jetzt hier irgendwie pinseln. Ah, da wird schon nichts passieren, oder? Erstmal einmal springen. Da dann gegen, dehnt sich hier gleichzeitig aus. Sieht ja auch vernünftig aus. Legen wir hier jetzt oben an oder springen wir selber? Wir springen selber. Komm. Erstmal Komplikationen vermeiden. Ja, wir vermeiden weiter Komplikationen. Auch wenn er jetzt natürlich hier einen schönen Zug hat. Aber dann kann ich ja hoffentlich hier spielen oder hier. Gefällt mir besser. Da, dann kann er hier spielen. Wenn ich eins näher dran wäre mit meinem Einpunktsprung, würde ich wahrscheinlich hier spielen, weil das dann ja auch droht, irgendwie untenrum zu verbinden. Das tut es jetzt aber nicht. Ja. Sieht doch schon wieder nicht. Wir spielen den trotzdem. Hier anlegen, die Treppe läuft für ihn, bringt nicht viel. Ne? So kann er den spielen, den spielen, den spielen. Ich spiele hier und dann kann ich hier zur Seite strecken. Das wäre vielleicht okay. Und so, 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 so. So. Dann hätte ich ihn getrennt, aber hier auch sehr stark gemacht, ne? Und auch in die Ecke. Ah. Weiter solide bleiben. Erstmal so tun, als hätten wir Angst vor ihm. Hier spielen oder hier oder in die Ecke gehen oder hier drücken. Und alles so Züge, die mich ein bisschen anlachen. Ich glaube, ich spiele mal den hier. Die drei müssen jetzt erstmal klarkommen. Gucken wir erstmal an, ob er hier flach spielt. Das ist okay. Dann bin ich da ja auch nicht unzufrieden. Hier und schneiden. Die Treppen laufen natürlich nicht, ne? Also einfach weiter drücken hier. Ja. Wir drücken ihn da flach und dann spielen wir von der Seite hier oder gehen wir dann nochmal in die Ecke? Der zweite Zug hier bringt nicht viel wahrscheinlich, oder? Da, da. Na doch. Er wird schon irgendwie dann antworten. Wenn er umbiegt, kann ich da spielen und da muss er stricken und dann kann ich Sente nehmen. Gut ist. Er macht das so.
Gucken, wie er darauf antwortet. Wenn er jetzt den spielt, wo ich fast mit rechne, dann kann ich ja hier spielen. Dann wird das hier ein schönes Stückchen kleiner, natürlich. Ups, da spielt er. Yoyomi now starts. Dann haben wir doch diese Gruppe irgendwie abgetrennt. Vielleicht lässt sich das dann ja auch nochmal irgendwie nutzen. Allerdings haben wir uns die Nachhand eingefangen. Sieht er ähnlich. Das sieht er ähnlich. Ja, okay. Den natürlich. Natürlich spielt er den. Nine, eight, seven, six, five, four. Wir bleiben brav, auch wenn es allmählich schwerfällt. Auch wenn es mir allmählich etwas schwerfällt hier. Haut da weiter auf meine wunden Punkte. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Vielleicht können wir hier erstmal gucken, wie er antwortet und das Archie dann später nutzen von diesem Schnitt. Weiß allerdings noch nicht so ganz genau, wie. Ja, mit dem hatte ich natürlich gerechnet. Und auf den wird er wahrscheinlich hier spielen. Das bringt mich dann nicht wirklich weiter, ne? Nine. Jetzt hier, dann spiele ich den, spielt er den, dann spiele ich hier. Das müsste eigentlich beides irgendwie halten. So. Dann habe ich da aber doch gleich auch noch mal einen schönen Einwurf, wenn ich da rausziehe und squeeze. Also da decke ich gerne. Es sei denn, er will jetzt hier, will er jetzt rausschlagen. Okay. Was ist denn das für eine komische Wurst, die ich da habe? Ich muss doch irgendwie zum Gegenangriff übergehen, aber ich weiß noch nicht genau, wie das vonstatten gehen soll. Jetzt habe ich hier erstmal ziemlich bescheidene Form. Vielleicht bringe ich mich auch nur irgendwie selber um hier gerade. Das ist jetzt eine Möglichkeit, wenn ich jetzt hier spiele. Er schneidet da. Eight, seven, six, five, four, three, two, one.
Vielleicht wäre es auch besser gewesen, von hier Atari zu geben. Keine Ahnung. Da. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Hier. Da. Dann habe ich schon mal ein Auge und kriege doch hier mein zweites, oder? Nine. Eight. Ja, vielleicht doch nicht. Und wenn ich jetzt hier spiele... Er spielt da, dann kann er nicht hier spielen, weil ich ihn dann da fange. Ne? Wenn er hier verbindet, gehe ich hier raus und dann müssen wir gucken. Wo uns das hinführt. Dann hat er halt hier eine schwache Gruppe, die allerdings irgendwie erstmal Richtung Zentrum draußen ist. Während meine das ja noch nicht unbedingt von sich behaupten kann hier, ne? Das Atari kann er geben, ja. Aber vielleicht ist es ja doch erstmal wichtiger, hier im Zentrum, hier erstmal irgendwo zu spielen. Eieiei. Was haben wir getan? Nine, eight, seven, six, five. Genau da noch spielen jetzt, ne? Hat er meine drei Steine hier auch gefangen. Das ist nicht schön. Da jetzt Block, kann ich den erst einmal spielen, ja. Jetzt wird es hier langsam eng, ne? Jetzt muss ich doch erstmal hier mit den Steinen verhindern, dass ich gefangen werde. Nine, eight, seven, six, five, four, three. 2, 1. Okay, jetzt kann ich leben, ne? Dem und dem. Eieiei. Und da kann ich den drauf spielen. Wenn er durchgeht, kann ich hier mit Ataris raus. So, außerdem ist das jetzt ja hier auch ein Atari. Okay, und dann muss nur die Ecke überleben. Also meine Ecke und seine Gruppe hier nach Möglichkeit einfach sterben. Einfach so sterben. Warum bist du nicht einfach mal tot, quasi? Da lebe ich. Hier hat er wahrscheinlich, ja, zumindest ein Nachhandauge. Und hier kriegt er ja wahrscheinlich auch ein Auge, vielleicht sogar ein Vorhand, ne? Hier, ja... Der kann unangenehm sein. Da. Hier, ich spiele da, kann einwerfen. Hat er hier kein Auge gekriegt.
9. 9. Ja, also töten werde ich ihn da nicht können. Oh, so macht er das. Und dann haben wir langsam doch wieder Hoffnung hier. So. Nehmen wir lieber den hier, ne? Wenn er dann da spielt, hier. Weil das jetzt hier eventuell ein Atari ist, kann er hier ja sowieso nicht durchschneiden. Das heißt, ich kann eventuell auch einfach mal hier drohen und dann hier spielen und dann da einfach durch. Es sei denn, ich verkaspere das hier gerade komplett mit den Freiheiten. Wenn er da spielt, okay, macht er nicht. Ja, dann kann ich ja den hier machen. Das hier ist immer noch, na gut, das ist jetzt vielleicht ein Vorhandauge, ne? Sprich, er kann da leben. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel die zwei Steine zurückbekäme, dann wäre ja auch wieder alles okay in dem Bereich. Dann hier schlagen, ja. Kann ich zurückschlagen. Bringt aber nicht viel. Ne? Ich spiele lieber einfach mal irgendwo hier. Da, dann kann ich aber doch den hier machen, der gleichzeitig den Schnitt hier droht und auch das hier wieder möglich macht, da zu spielen und dann da zu schneiden. Wenn er jetzt hier deckt, dann nehme ich einfach hier die Steine mit. So. Okay. Jetzt kann ich doch hier spielen, wenn er da verbindet, hier, wenn er dann da spielt. Ja, dann kann ich entweder hier schneiden oder da am Ende. Auch wenn er den hier spielt, habe ich halt den und danach hier den Umbieger. Das ist doch prima gelaufen. Meine Güte. Sieht ein bisschen wieder so aus wie der klassische Fall von Scheiße zu Gold. Da decke ich einfach. Will er da doch nochmal irgendwas machen? Wahrscheinlich will er da was machen, ne? Aber ich binde jetzt einfach hier an. Da, da, da. Ich schlage. Er verbindet da. Kann aber den nur leider in Vorhand machen. Aber dann kriege ich in der Ecke entweder einen Seki oder, ja, oder ich fange ihn halt einfach so. Da will er jetzt durch, ne? Ja, kann sein, dass das irgendwie vielleicht funktioniert. Aber ganz viele Freiheiten hat er da jetzt aber auch nicht mehr. So, 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 so. Wenn er mich dann da trennt, fange ich ihn doch trotzdem, ne? Ja, ich glaube nicht, dass er das jetzt nochmal irgendwie zurückholen können. Da decke ich einfach. Der Zug ist abgefahren.
So, jetzt spiele ich einfach hier. Kann er ja immer noch nicht gut trennen, ne? Dann habe ich hier 6 Freiheiten außen. Gut, er hat noch ein paar mehr, ne? Aber diese Gruppe hier ist ja auch fast schon wieder eingeschlossen. Also ich glaube nicht, dass er mich da wirklich, wirklich gefährden kann. Man weiß natürlich nie. Ne, er gibt auf. Vielen Dank für die Partie. Das war zwischendurch hier, glaube ich, ganz schön eng. Also wenn er da... Was hatte ich da zwischendurch gedacht? Wenn er auf den Zug zum Beispiel hier spielt, dann sehe ich da irgendwie nur noch Nachhandaugen, wenn überhaupt hier, ne? So. Dann habe ich hier ein Nachhandauge. Und ja, gut, das ist auch Nachhand irgendwie, ne? Selbst wenn es Vorhand wäre, könnte er dann ja so antworten und danach hier meine 4 Steine im Zentrum fangen. Das will ich ja eigentlich auch nicht. Ich denke, dann wäre ich ziemlich kaputt gewesen. Und dadurch, dass er da geantwortet hat und ich jetzt halt mit dem Runterziehen das eine Auge sichern und dann das zweite im Zentrum machen. Und mit dem Auge habe ich ihm hier auch eine wichtige Freiheit genommen, sodass der hier gar nicht mehr funktioniert. Hätte, glaube ich, sowieso nicht so hundertprozentig funktioniert, weil auf den, selbst wenn jetzt hier die Freiheit nicht weg wäre, kann ich ja den und hier spielen und hätte da meine Schnittsteine zumindest gerettet, aber nachdem die Freiheit da weg war, kann er 3 ja gar nicht mehr spielen, weil danach ist er auf Atari. Jo. Also hier hatte ich dann wieder Hoffnung. Es war allerdings noch so ein bisschen kritisch, glaube ich, wenn nicht sogar sehr kritisch, was da in der Ecke passiert. Wenn er das ein bisschen schlauer gespielt hätte. Da könnte er ja eigentlich auch erstmal hier spielen. Ich muss dann ja den und den Stein hier fangen. Dann kann er dieses Atari geben und hier fangen. Da könnte ich dann eventuell nochmal so einwerfen, aber er hat jetzt ja diesen Schnitt hier. Und dann hätte er selber auch ziemlich sicher da gelebt, ne? Ja. Gehen wir mal von aus. Und dann muss ich gucken, ob ich hier seine Steine irgendwie angreifen kann. Einfach wird's nicht. Also seine Zentrumssteine. Und meine dabei zumindest selber retten. Dann wäre es vielleicht ja sogar noch okay gewesen, wenn jetzt am Ende alles lebt. Also seine Steine hier, meine Steine hier und hier. Die beiden Gruppen leben ja, oder diese 3 Gruppen hier. Dann hat er halt hier irgendwie 15 Punkte und hier nochmal vielleicht 10. Ja, das ist schon eine Menge, ne? Komi kriegt er ja auch. Ich habe hier ein paar Pünktchen. Insgesamt vielleicht alles zusammen 10 und dann hier nochmal 15. Ja, muss ich schon irgendwie einiges noch aufholen, glaube ich. Aber die Partie hätte man noch weiterspielen können dann. Ja. Da das irgendwie ganz komisch, wenn nicht sogar gar nicht ausgenutzt hat hier. Ja, mit dem Zug. Dann hatte ich halt den, der hier wieder irgendwie einen Schnitt droht. Ich kann ja da spielen, wenn er dann da verbindet, hier trennen. Musste also eigentlich antworten, hat er ja auch gemacht irgendwie. Dann konnte ich den spielen, der auch wieder einen Schnitt droht. Und dann habe ich den hier, um die 2 Steine mitzunehmen. Und nicht nur das, sondern vor allen Dingen auch irgendwie seine Augenform wieder so ein bisschen angestochen. Wenn er jetzt einfach hier gespielt hätte und ich da spiele, dann kann er den hier wahrscheinlich in Vorhand machen, ne? Und den hier auch in Vorhand. Und dann lebt er sogar irgendwie in Zente da. Gut, Zente ist relativ. Jetzt kann ich ja dieses Atari geben. Ja, dann müssen wir halt im Zentrum irgendwie weiter gucken. Das hier lebt. Naja, gut, es lebt noch nicht hundertprozentig. Ich habe dann noch die Möglichkeit, irgendwie vielleicht mit dem anzufangen. Und dann hier dieses Auge nicht zu machen. Aber im Moment sind meine Steine hier alle so schwach, dass ich mir das, glaube ich, nicht erlauben kann. So, dann kann ich ja hier nicht trennen. Und dieses Atari kann ich zwar nicht decken, oder kann er zwar nicht decken, aber er kann jetzt hier die Mausefalle spielen. Ja, also töten hätte ich ihn da wohl nicht können. Zumindest nicht, solange ich hier nicht irgendwie so 1-2 Steine vielleicht noch habe. Aber ich habe jetzt schon mal ein paar Pünktchen mehr in der Ecke und dadurch allein ist es, glaube ich, schon wieder ein bisschen spielbarer geworden, als es vorher war. Und da war es ja auch schon spielbar genug, ne?
Aber denke ich nachteilig für mich. So ist vielleicht tatsächlich irgendwie fast schon ein fairer Kampf. KI hat da wahrscheinlich wesentlich konkretere Meinungen zu, aber für mich reicht das erstmal. Ich gucke mir jetzt nochmal das Ganze mit der KI an und wenn dabei was rumkommt, dann blende ich es euch wieder ein. Ihr kennt das Spielchen ja. Ja, die Geschichte dieser Partie ist kurz erzählt. Glück gehabt. Dafür blende ich auch gar nicht erst die KI ein. Denn ja, es ist allerdings sehr schön und die KI hat es mir auch gezeigt. Hätte ich nicht selbst gefunden. Glaube ja, wenn man mir sagt, dass da was ist, hätte ich es vielleicht gefunden, aber sagt einem ja keiner während der Partie, ne? Also er hat hier geblockt, was ich ja für einen großen Fehler gehalten habe. Es wäre wahrscheinlich auch einfacher gegangen, wenn er den anderen Zug da gespielt hätte, den ich ja in meiner Analyse auch schon vorgeschlagen hatte, nämlich S12. Und dann dachte ich, dieser Zug macht halt Mi zu verbinden oder hier halt das zweite Auge zu machen. Er macht auch daraus, Mi da zu verbinden oder hier das zweite Auge zu machen. Aber, ja, was geht denn hier ab? Wenn Weiß jetzt hier spielt und da und dann hier, sieht das ja erstmal so aus, als würde nicht viel passieren. Nur dummerweise kann ich jetzt ja hier nicht verbinden. Also ich kann zwar da verbinden, aber hier werde ich dann doch wieder getrennt. Und ja, wenn ich das vermeiden will, dann müsste ich ja hier spielen, dann habe ich aber wieder da kein sicheres Auge mehr. Dann kann er mich hier trennen und entweder da oder da mir halt das Auge wegnehmen, je nachdem, wo ich das erste mache. Wenn ich hier spiele, und da wird es jetzt interessant und witzig, dann spielt er den und jetzt droht er ja hier zu schneiden, um mir dieses Auge unecht zu machen. Ne? Also wenn ich jetzt hier spiele, kann er da spielen, ich spiele hier, er wirft wieder ein. Und das ist kein echtes Auge. Und nicht nur das, ich kann jetzt ja auch nicht untenrum verbinden, weil das Atari ist. Ja, und dann deckt er da und ich bin immer noch tot. Und das ist auch schon in Kürze genau das Problem. Wenn ich jetzt hier spiele, um dieses Auge zu sichern, dann kann er halt hier reinstechen. Und hier kann ich nicht verbinden, weil es immer noch Atari ist. Ja, und wenn wir das irgendwie anders spielen, also so, also das ist das Dizuchi hier. Ich spiele dann hier, er spielt da. Ja, er schlägt hier raus, dann kann er wieder in Ruhe verhindern, dass ich da irgendwie verbinde. Denn jetzt ist wieder Miai da oder da, das zweite Auge nicht zu machen. Also fantastisch, was da alles noch geht. Ich hätte es nicht ganz so fantastisch gefunden, wenn der Gegner mir das reingedrückt hätte. Aber hat er ja zum Glück auch nicht gesehen. Und so konnte ich diese Partie gewinnen. Aber ja, wirklich, wirklich interessant. Ich hatte da halt vorher irgendwie verpasst, einfach mal rauszulaufen mit der Gruppe. Das wäre wohl ein bisschen einfacher gewesen. Die Partie wäre dann okay gewesen. Ich will anscheinend immer zu schnell gewinnen und gehe dabei dann zu hohe Risiken ein. Und manchmal geht es halt einfach gar nicht, was ich da so an Ideen habe. Ja, hier hat es geklappt, aber hätte nicht klappen müssen. Ja, ich hoffe, die kurze, knappe Analyse hat euch hier jetzt gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, wenn sie euch gefallen hat. Gerne auch Abos, falls ihr noch nicht längst abonniert habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, gut. Ciao.